Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und du hast abgestimmt. Zumindest weißt du, dass abgestimmt wurde. Ansonsten wärst du jetzt nicht hier auf diesem Video, denn ich habe euch, meine Zuschauer, meine Community abstimmen lassen, welche Uhr ich verlosen soll. Und zwar verlosen, weil ich diese wunderschöne Hanhart geschenkt bekommen habe. Habe ich angeboten oder wollte ich gerne eine meiner Uhren unter euch verlosen und ihr habt euch entschieden, es sollte die Circula werden. Und hier haben wir das gute Stück, die Circula Aquasport 1 in der limitierten Version, limitiert auf 100 Stück. Ich habe damals die Version am Stahlband genommen, übrigens die entnommenen Glieder gut verpackt hier drin, Putztuch unbenutzt, Garantiekarte, alles dabei. Hab natürlich auch die Originalbox und die Uhr als solche. Sie ist natürlich keine neue Uhr. Ich habe sie im November 2020 gekauft und im Rahmen meines regelmäßigen Wechsels getragen. Das heißt, sie ist vielleicht 20, 30, maximal 40 Tage am Arm gewesen. Mehr war das nicht. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm, einen Bandanstoß von 20 mm, ist bis 200 Meter wasserdicht und hat ein Saphirglas verbaut. Verbaut ist das Sellita SE200. In der Top-Ausführung, es ist auf Chronometerwerte einreguliert, zumindest ab Verkauf, aber nicht Chronometer zertifiziert. Ich habe das nicht nachgemessen, aber die Uhr läuft im Rahmen meiner ganz persönlichen akzeptablen Abweichung in keinster Weise auffällig, absolut super nach meinem Dafürhalten. Ich verlose sie an jeden meiner Zuschauer. Das heißt, ich würde die Uhr auch ins europäische Ausland verschicken. Übersee, da müssen wir dann über die Kosten gegebenenfalls reden, weil das könnte dann doch etwas teurer werden. Wie könnt ihr jetzt an das gute Stück kommen? Also zunächst einmal, ihr müsst dieses Video sehen, aber das tut ihr, sonst wärt ihr ja nicht hier. Zum Zweiten, ihr müsst einen Kommentar unter das Video schreiben. Es ist mir total egal, was für ein Kommentar. Am liebsten habe ich natürlich einen lustigen, einen spaßigen Kommentar oder irgendetwas, was ihr mit der Uhr vorhabt, warum sie euch gefällt, warum ihr sie haben möchtet, warum geht diese. Vielleicht auch, ob ihr für die Uhr gestimmt habt oder für eine andere, was aber keinen Einfluss auf die Auslosung hat. Das heißt, auch wenn ihr für eine andere Uhr gestimmt habt, könnt ihr die Uhr natürlich gewinnen. Und von dem Erscheinungsdatum des Videos an, das wird der 14. Juni sein. Nach 2 Wochen nach Erscheinungsdatum werde ich die Verlosung schließen, mir die Kommentare angucken und dann sehr zeitnah in einem separaten Video den Gewinner bekannt geben. Sollte sich der erste Gewinner nicht melden, geht die Uhr ohne weitere Verlosung, ohne weitere Abstimmung und auch ohne weiteres Losziehen automatisch an den zweiten, dritten, vierten und so weiter. Ihr habt nach Erscheinen des Videos 2 Tage Zeit, euch zu melden. Wenn ihr euch innerhalb der 2 Tage nicht meldet, geht es direkt an den nächsten. Wenn ihr da auf der sicheren Seite sein wollt, dass ihr es auf jeden Fall mitbekommt, wenn die Uhr verlost wird und ich auch dann entsprechend den Gewinner bekannt gebe, empfehle ich euch, abonniert meinen Kanal und vor allen Dingen aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr direkt mit, wenn ich ein neues Video veröffentliche, sodass ihr dann auch wirklich euch sehr zeitnah bei mir melden könnt. Jetzt zeige ich euch die Uhr nochmal und ihr könnt sehen, dass da definitiv nichts Grobes dran ist. Sie mag die ein oder andere Tragespur haben, aber selbst die Schließe des Metallbandes
ist wirklich noch sehr gut im Schuss und ich werde die Uhr auch noch mit einer Schutzfolie versehen, sodass auch auf dem Transportweg nichts drankommen kann. Ja, ich bin mega gespannt, was rauskommt. Ich freue mich super über meine Hanhart und freue mich auch sehr für euch, dass ich diese Uhr unter euch verlosen kann. Wie gesagt, limitiert. Sie gibt es bei Circula nicht mehr. Sie ist ausverkauft. Insofern geht hier tatsächlich unter den Circula-Fans ein echtes Sammlerstück raus in dieser Verlosung. Und ich hoffe sehr, dass sie in gute Hände kommt und ihr bzw. du als zukünftiger Gewinner ganz viel Spaß mit der Uhr hast. Bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und seid bitte genauso gespannt wie ich, wer dieses schöne Stück gewinnen wird. Tschüss, euer Axel.